Wir haben das Städtchen Baori erreicht und wollen uns mal so ein halbes Jahr menschliches Wunder ansehen, und zwar den Stufenbrunnen. Aber zuvor wurden unsere Damen herzlich eingeladen, wie wir gleich sehen wollen. Dieser rote Punkt auf der Stirne stellt in Indien in erster Linie die absolute Energie dar, aber auch Willenskraft und Durchhaltungsvermögen. Die Bauweise dieser Brunnen ist wahrscheinlich noch viel, viel älter, wie angegeben, das 11. Jahrhundert. Früher fingen diese Leute oder die Architekten dieser Brunnen haben gedacht, dass sie hier das Sturzwasser und das Regenwasser auffangen konnten. Dieser Brunnen besaß 13 Etagen mit 3500 Stufen. Man muss sich mal diese architektonische Leistung vorstellen in der damaligen Zeit. Es gab keinen Maschinenpark. Dieser Stufenbrunnen war nicht nur ein einfacher Brunnen, sondern er diente auch gleichzeitig für die Müden und für die müden Pilger und alle anderen Leuten als Reinigungssymbol, bevor sie den Tempel betreten durften. Und rund um diesen Brunnen sind Skulpturen von hervorragenden Bildhauern eingemeißelt worden, die das Leben in der damaligen Zeit darstellt. Und wie frei sich diese Menschen in der damaligen Zeit ohne religiösen Einfluss in Klammern, man muss sich die Augen verbinden, sich bewegen durften und konnten. Da sieht man, was die Kirche zertreten hat. In dieser Zeit war das Wasser das höchste Gut der Erde, über allen anderen Dingen, da es lange, lange nicht geregnet hatte und der Monsun ausblieb.
Это туалет. Написано. Заплати и пользуйся.